Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Der Monat August ist auch schon wieder vorbei, also die Zeit rast. Ich habe hier mein Aufgebraucht-Video für dich. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Vor allem was zu trinken. Ich habe hier auch ein dickes Glas Wasser stehen. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Wasser ist sehr wichtig, das ist mein Stichwort, denn hier ist es sehr, sehr warm. Wir haben es jetzt heute so um die 30, 32 Grad und es ist warm. Ja, also erstmal einen Schluck Wasser, denn ich werde jetzt immer wieder ein Weilchen durchquatschen. Ich sehe nämlich auch, wie viel ich vor mir stehen habe. Ich habe mich aber einigermaßen zurückgehalten. In manchen Kategorien bin ich leider etwas ausgerastet, ne? Es wird natürlich auch eine Verlosung geben, falls ich es eben noch nicht gesagt habe. Ich starte mal mit dem Thema Gesicht. Ich habe das immer so in Kategorien unterteilt. Da habe ich hier aktuell in Verwendung den Karma Meiyu Schwamm. Das ist ja so ein Cognac-Schwamm, Mensch. Es ist einfach zu warm. Genau, den habe ich in Verwendung, der hängt bei mir unter der Dusche. Den verwende ich einfach, um mein Gesicht zu reinigen. Ich finde einfach, dass wenn ich den unter der Dusche so verwende, ne, dass er nochmal den letzten Spack so vom Gesicht runternimmt und so ein ganz sanftes Gesichtspeeling macht. Ob man sich den holen muss oder einen günstigeren von Garnier oder von was auch immer, sei jedem selbst überlassen. Ich finde die Teile auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Und seitdem ich sie verwende, habe ich auch irgendwie gefühlt ein besseres Hautbild. Um mein ganzes Make-up zu entfernen, habe ich verschiedene Produkte verwendet. Das sind jetzt aber nur zwei, wenn ich das hier richtig sehe, die ich hier aufgebraucht habe. Okay, einmal von Clinique Take the Day Off, ein Make-up-Remover in wasserfest vor allem. Auch für wasserfest ist Make-up sehr gut geeignet. War in zwei Phasen, hat man geschüttelt und dann auf dem Pad gegeben. Ich habe ja die wiederverwendbaren Wattepads und wiederverwendbaren Abschminkpads und keine Wattepads. Und dann halt quasi das Gesicht gereinigt. Vor allem aber vor dem Duschen mit diesem Produkt die Augenpartie habe ich dann quasi auf meinen Augen-Make-up gelegt. So 10 Sekunden einwirken lassen, dann vorsichtig angefangen, entsprechend das runterzunehmen und das dann immer sanft halt nach unten ausgestrichen. Ja. Ne? Hat mir gut gefallen. Es gibt bessere, aber das war eigentlich ganz in Ordnung. Ob das jetzt von Clinique sein muss oder ein günstigeres Produkt, sei jedem selbst überlassen. Ich hatte das jetzt in so einem Set mit drin gehabt, ne? Dann habe ich von La Roche-Posay tatsächlich mal ein Micellenwasser leer gemacht wieder. Ich bin nicht so der größte Fan von Micellenwasser, das fand ich aber ganz in Ordnung. Das war auch angenehm für meine Haut, also dementsprechend habe ich das auch ganz gerne verwendet. Hat jetzt nicht so ultra wasserfestes Make-up oder so runtergekriegt. Hier steht es, glaube ich, drauf. Weiß ich gar nicht. Steht das hier drauf, dass man auch wasserfestes, Nein, steht auch gar nicht drauf. Okay, also dementsprechend, naja, war es gar nicht angekündigt gewesen. Auch das hatte ich in einer Box mit drin, in der Apothekenbox. Dann habe ich ein, sehr teures Produkt leer gemacht, das Sensei Cellular Performance Total Lip Treatment. Da muss ich euch wirklich sagen, also das hatte ich, glaube ich, auch mal in der Luxury Box drin und ich glaube, dass dieses Typchen irgendwie 30, 40 Euro kostet. Habe ich wirklich so für meine Mundpartie verwendet, habe es dann entsprechend so einmassiert, immer ganz wenig auch davon verwendet. Habe aber null Effekt bemerkt, also muss man sich nicht kaufen, ist zu teuer dafür. Ja, hier an meinem Tisch habe ich so zum Swatches entfernen ja noch diese feuchten Reinigungstücher. Normalerweise verwende ich die nicht. Also jedenfalls nicht zum Abschminken. Ich benutze die nur, wenn ich hier irgendwie eine Sauerei veranstaltet habe. Deswegen gehen davon auch immer nur sehr, sehr, sehr wenige, von leer. Da habe ich hier von der Neutrogena Hydro Boost die Aqua-Reinigungstücher. Wie gesagt, nur zum Swatches entfernen verwendet. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen, weil ich mir solche Produkte gar nicht selber kaufe. War aber dafür in Ordnung und hat dann halt auch so wasserfesten Lippenstift oder so ganz gut runtergenommen. Genau, im Bereich Gesicht packe ich dir mit in die Verlosung dieses Produkt von Detox. Das ist eine Firming Day Cream, eine straffende Gesichtspflege. Das kommt mit in die Verlosung mit rein. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt und zwar Masken. Ich habe es dir ja schon in meinen Sommerfavoriten verraten. Ich habe sehr viele Masken verwendet. Ich habe ja nicht nur die Maskenweltreise gemacht. Das ist ja eine komplette Reise um die Welt gewesen mit verschiedenen Masken, wo ich unter anderem diese hier von Cosé verwendet habe. Dann die hier von Sugu und die von, die kleben etwas zusammen, 111 Skin und von Villif. Und von Matt Maske und dann noch die von Sand in Sky. Also die 6 plus eine, die ich schon aussortiert habe, habe ich ja schon in meiner Maskenweltreise verwendet.
wie so meine Erfahrungen mit diesen Masken waren, sage ich dir ganz explizit in diesem Video, also in dem Video, was ich dir wahrscheinlich eben schon verlinkt habe. Da brauche ich jetzt nicht mehr so ultra drauf eingehen. Matmaski, tu es bitte nicht. Die kriegst du einfach nicht runter. Haben mir auch mehrere geschrieben, dass sie ähnliche Erfahrungen hatten. Sand in Sky, Supermaske, Australian Pink Clay, gibt es aber auch in günstiger zum Beispiel. Fällt mir gerade nicht ein. Die Beauty Sand Maske, genau, die du dir selber anrühren kannst. Die ist günstiger und mindestens genauso gut. Die hier von Villif, die fand ich ganz gut. Die hat mich positiv überrascht. Die war nicht nur witzig, sondern auch noch echt gut und pflegend. 111 Skin, viel zu teuer. Also Preis-Leistungs-Verhältnis passt nicht, aber Effekt war gut. Das war so eine Goldmaske. Die Panda-Maske, ja okay, ne, von Sugu, die war hauptsächlich einfach witzig, muss ich gestehen. Und diese hier von Cosé, ja, die hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich gestehen. Ne? Also da hatte ich jetzt in dem Video nicht so die mega vielen Flops, aber es war halt auch ja, gut ausgesucht, sage ich mal. Also ich habe aus guten Ländern dann auch die Masken entsprechend verwendet, weil ich meiner Haut auch was Gutes tun wollte. Weitere Masken, die ich verwendet habe. Von Garnier, die Skin Active. Das ist die Hydra Bomb Maske hier mit Kamille. Da hat sich die Vergangenheits-Claudi an die Jetzt-Claudi, Zukunfts-Claudi ein Zettelchen geschrieben. Feuchtigkeitsexplosion. Keine Nachtcreme benötigt, nur Augencreme. Ja, also das war eine sehr, sehr gute feuchtigkeitsspendende Maske, die mir sehr gut gefallen hat, die ich dir auch echt empfehlen kann. Von Garnier habe ich noch eine weitere aufgebraucht, die schwarze Tuchmaske mit Bambuskohle. Die sollte auch klärend wirken. Also ich fand die jetzt nicht so bombastisch, muss ich gestehen. Also die hat nicht so gut gesessen, war viel zu dick vom Vlies her für meine Meinung, ne? Und fand ich nicht so optimal. Eine, die mir doch sehr gut gefallen hat, ist diese hier, die kannst du im Action kaufen. Facial Sheet Mask mit Almond Oil, also mit Mandelöl und Vitamin E. Die hat meiner Haut wohl Feuchtigkeit gespendet, die hat mir auch gut gefallen, muss ich echt sagen. Und die ist nicht teuer, ne? Dann habe ich so eine Mundmaske tatsächlich gemacht. Nicht unbedingt günstig, war aber irgendwie im Angebot. Made in Korea. Ich weiß gar nicht von welcher Firma das ist. Ja, auch Sugu. Die fand ich furchtbar. Die ist mir so in eins runtergerutscht. Die fand ich echt schrecklich. Die kann ich dir auf gar keinen Fall empfehlen. Die ist nicht an Ort und Stelle geblieben. Ich mache mir gerne Masken drauf, nachdem ich aus der Dusche komme, direkt im Badezimmer, wenn ich noch nackelig bin. Und creme ich dann ein und mache alles soweit fertig, mache mir meine Haare und so. Und da hat die echt, nee, da musst du ganz ruhig bei liegen bleiben und darfst dich keinen Millimeter bewegen. Ciao. Furchtbar runtergerutscht, zu fest. Das hat die Vergangenheits-Claudi geschrieben. Die Garnier Hydra Bomb Augentuchmaske mit Kokoswasser und Hyaluronsäure ist für das, was sie macht, zu teuer. Da mag ich doch lieber ganz normal so Augenpatches. Ja, du siehst damit ganz schön fancy aus. Habe ich auch in Kombination mit der Mundmaske verwendet. Ne? Du siehst aus wie eine Superheldin, aber muss nicht unbedingt sein. Weil wofür müssen meine Augenbrauen mit Feuchtigkeit versorgt werden? Meine untere Augenpartie ja, aber dafür, dass sie halt saß wie so eine Maske, also wie eine Augen... Also, weißt du, was ich meine? Es ist halt alles in Masken, aber ne, war sie dann doch irgendwie nicht gut genug an meiner unteren Augenpartie und hat da nicht die Feuchtigkeit gegeben, wo ich sie eigentlich gehabt haben hätte wollen. Von Neutrogena habe ich die Pure Boost Tonerde Maske gemacht. Das ist so ein Pöttchen gewesen für tiefenreine Haut. Die hatte ich, glaube ich, in einem Trash-Paket, wenn ich mich richtig erinnere. Die fand ich ganz gut, ja. Also das ist halt eine Crememaske, die machst du dir drauf, lässt die halt entsprechend antrocknen und wäschst die dann einfach ab mit Mineralerde. Ja, die hat mir gut gefallen. Die hatte ich auch schon mal in einem Maskenvideo getestet. Ich weiß gar nicht, ob das die grüne Variante war oder irgendeine andere. Hat mir aber sehr gut gefallen. Kann ich euch empfehlen. Eine, die mir nicht so gut gefallen hat, ist diese Fibercare Dry Sheet Maske, die hatte ich in einem Trash-Paket drin. Das Video dazu kommt noch online. Die fand ich furchtbar. Die fand ich wirklich furchtbar. Also du machst halt vorher dein Gesicht etwas feucht. Entweder machst du Toner drauf oder du machst einfach warmes Wasser drauf und dann legst du dir das drauf. Und das ist halt so ein trockenes Vlies und an der Unterschicht hat das so eine leicht folierte Schicht. Ja, und diese folierte Schicht bappt dann quasi auf dem Feuchten dran und so hält die Maske dann ja auch in deinem Gesicht. Aber die flatterte mir viel zu viel. Überhaupt die aus der Packung rauszukriegen war schwierig, die ist mir auch ein bisschen eingerissen. Und als ich die dann abgemacht habe, sind dann auch Reste auf der Haut zurückgeblieben, die musste ich dann auch abfuddeln, das war nicht unangenehm. Also hat mir nicht gefallen und da stand auch drauf, dass man dann quasi eine Stunde, nachdem man die benutzt hat, kein weiteres Gesichtsprodukt verwenden darf. Meine Haut hätte aber gerne in dem Moment Feuchtigkeitspflege gebraucht, denn meine Haut hat sich nicht gut danach gefühlt. Ich habe die Stunde gewartet, es hat sich nichts getan und ja, dann habe ich ganz normal meine Pflegeroutine weitergemacht. Das war nichts.
Falsche. So. Dann habe ich von Biore diese Strips gemacht, die jetzt auch zusammenkleben. Das waren einmal die Nose Strips und die Face Strips. Da habe ich so ein Paket, sowohl von den Nose Strips, nee, Quatsch. Das ist ein Paket, wo beides drin ist, genau. Die waren gut. Das waren die weißen. Es gibt ja auch die schwarzen und es gibt auch die mit Tigermuster und so. Nee, mit Leopardenmuster. Und das hier waren einfach die weißen. Die haben mir echt gut gefallen. Vor allem, also ich habe die über an der Nase gemacht und am Kinn. Und vor allem am Kinn wurde echt einiges abgerissen. Das war schon i. Aber du siehst es nicht so sehr auf diesem weißen Ding, ne? Nur wenn du so, ich bin ja, ne, ich will ja wissen, was da rausgekommen ist. Und dann halte ich mir das auch echt so hin und dann gucke ich und halte das so ins Licht. Und dann sieht man halt, was da so hoch steht und man fühlt es auch, ne? Ich habe auch zu meinem Freund gesagt, als ich das Nasending abgemacht habe, so, boah, ich habe jetzt aber eine freie Nase. Und da meinte ich nicht meine Nase, sondern meine Poren. Also das war echt krass. Kann ich euch mega empfehlen. Die sind ganz gut. Dann von Istdream habe ich wieder andere iPads gemacht. Die habe ich ja von der lieben Marie zugeschickt bekommen in Hülle und Fülle. Die sind echt toll. Die mache ich unheimlich gerne. Eine weitere Lippenmaske habe ich gemacht, das ist die von Action. Die fand ich ganz in Ordnung. Die hat mir ganz gut gefallen. Die ist nicht runtergerutscht, die ist an Ort und Stelle geblieben und hat sich halt wirklich schön an die Lippen angepasst. Du hast natürlich hier so ein riesen, ne? Die komplette Lippenpartie ist ja damit abgedeckt. Hat mir aber echt gut gefallen. Doch, ja. Dafür, dass ich eigentlich dachte, ich mag sie nicht, mochte ich sie in dem Moment sehr. Dann habe ich zweimal von Neutrogena die Hydro Boost Gelmaske leer gemacht, weil ich sie einfach gern habe oder benutzt habe ich die ja viel mehr. Die ist mit Hyaluronsäure und habe ich gestern Abend noch eine gemacht und die gefallen mir einfach richtig gut. Ne? Du musst davon, also die hat ja zwei Seiten, die Maske. Es gibt die glatte Seite und es gibt die etwas hobbelige Seite. Die hobbelige Seite musst du dir einfach auf dein Gesicht pappen und die glatte Seite nach außen. Dann hält die Maske auch richtig. Das ist eine zweigeteilte Maske, die du so überlappen lassen kannst. Und ja, bei mir pflegt die wirklich intensiv und richtig toll. Und ja, ne? Gefällt mir. Und das restliche Serum, was da drin ist, verwende ich immer. Also das nehme ich dann in die Hand und verteile das so an meinem Hals. Dann gebe das noch so ein bisschen da drüber und so, ne? Ja, ist herrlich. Das ist immer so ein bisschen Spa-Moment. Gefällt mir. Und als Maske gebe ich dir auch sehr, sehr gerne mit in die Verlosung von Biore, die Aktivkohle One-Minute-Thermomaske. Da sind 4 Sachets drin. Also da hast du 4-mal was von. Ich benutze sowas sehr, sehr gerne übrigens unter der Dusche, während meine Haarmaske einwirkt oder während ich meinen Körper peele oder sowas. Oder während man seine Beine rasiert. Ne? Dann ist die Minute schnell rum und du hast dann gleichzeitig dein Gesicht gepflegt. Mega gut. So, erstmal einen Schluck trinken. Wo sind wir nun? Wir sind beim Bereich Haare. Beim Bereich Haare habe ich gar nicht so viel leer gemacht. Einmal ein Shampoo, was ich dir echt ans Herz legen kann, von Haask. Ich hatte jetzt das mit Argan Oil. Das hat mir nicht so gut vom Geruch her gefallen, aber die Pflege, wow. Also da habe ich echt tolle Haare von gekriegt. Das war ein Repairing Shampoo. Das habe ich auch echt gemerkt. Die Pflege war so leicht säuerlich. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da hat mir das mit Kokos tatsächlich besser gefallen. Das hatte ich auch schon mal. Aber das hier mit Arganöl hat meine Haare halt enorm gepflegt. Ne? Wirklich. Und vor allem in der Kombination mit der Spülung, die ich dazu verwendet habe. Das ist die von Syos, die Renew 7 Spülung. Das beide zusammen hat meine Haare echt wundervoll gemacht. Ja. Die Spülung gebe ich mir immer so ab hier in die Längen rein. Meine Haare sind ja recht lang, ne? Und dann funktioniert das immer ganz gut. Ja, beide Produkte, echt ein Traum. Und das von Syos, das riecht auch noch gut. Genau. Ein weiteres Haarprodukt, was ich aufgebraucht habe, ist dieses hier von John Frieda. Mensch, Frizz Ease, Geschmeidigkeit für widerspenstiges Haar, tägliche Wunderkur. Das habe ich tatsächlich nach der Haarwäsche in meine Längen gegeben, damit ich meine Haare besser durchkämmen kann. Da benutze ich ja immer irgendeine Sprühkur oder eine Sprühspülung oder sowas von Glisskur eigentlich meistens. Aber jetzt aktuell probiere ich auch mal ein paar andere. Boah, ich muss trinken. Und da habe ich jetzt hier dieses hier verwendet und das hat mir auch ganz gut gefallen. Ist das besser als das von Glisskur? Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber es war schon ganz gut und ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen. Und für den Bereich Haare packe ich dir mit in ein Verlosungspaket von L'Oreal das Colorvista Hair Make-up. Du kannst mir ja gerne mit reinschreiben, ob du das haben möchtest oder nicht, weil das ist eigentlich so für helleres Haar, also für blondes Haar. Weil ansonsten sieht man die Farbe halt immer weniger, aber man sieht sie halt dann schon ein bisschen, aber jetzt nicht so extrem. Wenn du jetzt zum Beispiel schwarze Haare haben solltest, macht das nicht so viel Sinn. Schreib es mir einfach unten in die Kommentare rein, ob du das haben möchtest oder nicht. So, Haushalt, ja.
Zur Haushalt zähle ich mittlerweile auch ziemlich viel, was so Nahrungsergänzungsmittel angeht, weil ich nicht genau weiß, wo ich das ansiedeln soll. Ist das für mich dekorative Kosmetik, weil es schön machen soll? Oder ist es Bereich Haare, weil es die Haare schön machen soll? Oder. Ich habe es jetzt bei dem Bereich Haushalt mit reingepackt. Da habe ich zum Beispiel hier von Vegan Tolvit die Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D3. Die habe ich tatsächlich noch in Anwendung. Da habe ich, glaube ich, noch 10 Kapseln oder so von den 60, die hier drin sind. Genau, die fand ich ganz gut. Also, ob ich jetzt dadurch besser gelaunt war, weil Vitamin D soll dir helfen, glücklicher zu sein, weiß ich nicht. Aber es geht mir auf jeden Fall in letzter Zeit sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Das war in einer Apothekenbox mit drin, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gekauft. Wobei ich mir ab und zu doch tatsächlich diese Vitamin D Kapseln hole, eben unterstützend, ne? Dass man so ein bisschen noch bei den dunkleren Tagen doch etwas mehr Freude hat. Ich weiß nicht, das ist ja so, ne? Genau, ja, hat mir aber ganz gut gefallen. Unterstützt das Immunsystem und trägt zum Erhalt normaler Knochen und Muskeln bei. Zu Knochen und Muskeln kann ich nichts sagen, die sind so wie sie sind, das ist schon normal, ja. Immunsystem, ich war jetzt Ewigkeiten nicht mehr krank, Klopf auf Holz. Aber es kann auch an vielen anderen Faktoren liegen. Deswegen kann ich das nicht so unterschreiben. Vor allem am Hund liegt es ja, weil du bist mehr draußen, du bewegst dich mehr und so weiter. Ne? Also, ne? Schon eine coole Geschichte, wenn man die Vitamin D3 haben möchte, kann man sich das anschauen. Etwas, was ich nicht so super fand, aber das habt ihr im Video auch schon gesehen, aus der, ich glaube, Mainz-Box kommen diese drei. Das ist Regulat Pro, das Hyaluron. Ne? Das sind ja so diese drei Anwendungen. Wenn du dir da ganz viel von holst, dann sollst du angeblich wunderschön werden. Leute, von sowas lasst bitte die Finger. Ne? Dann habe ich hier TT-Sep Carotin, 15 Milligramm und Hautschutz, Sonnenvitamine. Ja, also ich habe die genommen, als es halt hier so 40 Grad heiß war. Und ich habe keinen Sonnenbrand bekommen. Ob das daran liegt, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht orange davon geworden, alles ist gut. Aber ob man die braucht, keine Ahnung. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann habe ich hier noch OBs leer gemacht. Ich benutze zwar meine Menstruationstassen, aber unterstützend muss ich manchmal noch OBs nehmen, wenn zum Beispiel richtig starke Tage sind. So die ersten 1-2 Tage mache ich das sehr gerne, dass ich dann doch nochmal ein OB verwende zwischendurch. Ja, aber zur Menstruationstasse gibt es noch ein ausführliches Video demnächst von mir. Ja, da habe ich die OB Pro Comfort leer gemacht mit Dynamic Fit Technologie. Ach, ich finde, das ist ja immer so herrlich, ne? Kann ich euch empfehlen. Ich finde die normalen OBs einfach besser als die günstigen, die man halt so kauft. Ich kann die einfach besser haben. Einweghandschuhe habe ich leer gemacht. Das sind die von Lidl von W5. Brauche ich für vieles. Also ich habe sie ja zum Beispiel nicht verwendet. Ich trottel, als ich unsere Vorratskammer sauber gemacht habe. Da sind meine ganzen schönen Gelnägel abgefallen. Seitdem befinde ich mich in Gelnägelpause. Und ja, also hier haben wir die schwarzen drin in der Größe M. Die passen sowohl mir als auch meinem Freund. Das macht durchaus Sinn, denn wir beide benutzen halt ab und zu mal Einweghandschuhe. Sei es, wenn du scharfe Reiniger verwendest oder wenn ich irgendwas an meinem Hund machen muss, was du vielleicht nicht unbedingt riechen möchtest. Oder. Ne? Das sind dann halt so vielleicht die Sachen. Oder wenn irgendwelche Ekelsachen weggemacht werden müssen. Einweghandschuhe haben wir immer da. Ist einfach safe. So, Moment. Ich habe noch eine große Kiste mit Haushalt. Unten stehen hatte, weil die nicht auf den Tisch gepasst hat. Da habe ich einmal hier das Antikalk-Kalkreiniger Fresh mit Febreze. Der hat mir gut gefallen. Also wir kaufen eigentlich als Kalkentfernung immer Antikalk. Hier gefällt mir das dann auch sehr, wenn der Febreze-Duft drin ist. Sowas benutzt eigentlich hauptsächlich mein Freund, aber er mag das auch ganz gerne. Für ihn ist es, glaube ich, relativ egal, ob der Febreze-Duft drin ist oder nicht. Er freut sich aber, wenn ich Antikal das Original kaufe. Deswegen, ja. Wir haben hier eine sehr kalkhaltige Gegend, deswegen geht sowas bei uns immer relativ häufig leer und wird dann nachgekauft. Lovables habe ich leer gemacht. Parfüm und Pflegeconditioner. Sensual Secrets mit Mikroöl. Ja. Ich liebe diesen Duft. Ich finde, dass er super schön anhaltend ist, wenn ich Wäsche damit wasche und das als Weichspüler verwende oder als Pflegespüler. Dann riecht es hier aus dem Keller heraus und es riecht einfach wundervoll bei uns. Ich liebe diesen Duft, aber es ist halt relativ teuer. Ne? Ja. Letztens habe ich gesagt bei einem Haul, dass ich eigentlich nur noch vegane Weichspüler und Waschmittel und so kaufen möchte. Dann schrieb einer, Mensch Claudi, denk doch mal nach, Seife und so weiter, das wird eigentlich alles aus tierischen Abfällen und wie auch immer mitunter hergestellt. Das ist nun mal so. Dann habe ich mich da weiter drüber informiert und muss sagen, okay, ihr habt alle recht.
ich kaufe auch weiterhin das Normale. Ne? Also da werde ich jetzt mich nicht nur noch auf das Vegane stürzen, aber fürs Gefühl war es irgendwie doch vom Kopf her ganz nett. Aber egal. Auf jeden Fall, das hier ist, glaube ich, nicht vegan. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ja. Ja. Dann habe ich Wäscheparfüm leer gemacht. Mystic Flower von Rossmann. Domol. Ne? Die mag ich ganz gerne. Dadurch riecht unsere Wäsche besser. Und auch dieser Duft Mystic Flower gefällt mir. Wird auch immer mal wieder nachgekauft. Dann Slip-Einlagen habe ich leer gemacht. Da habe ich die von Yessa Flexiform. Brauche ich halt. Werden immer wieder leer sein. Leer gemacht werden. Wie auch immer. Das müsste Küchenrolle gewesen sein, oder? Ja, das war von Floralis. Floralis kommt vom Aldi. Wir holen Küchentücher und Klopapier immer da, wo wir gerade sind, wenn wir es brauchen. Also, ne, das war jetzt beim normalen Wocheneinkauf mitgekommen. Und das war mit mindestens 20% Recyclingfaser. Das fand ich auch ganz nett. Ne? Wir sind da nicht so wählerisch. Regelschmerzpflaster von SOS. Kann ich euch mega ans Herz legen, wenn ihr da Probleme mit habt. Ich habe da oft Probleme mit. Und wenn ich dann halt so einen Pflaster griffbereit habe, bin ich froh drüber. Weil du dann, wenn du auf der Arbeit sitzt zum Beispiel, nicht die Möglichkeit hast, dir eine Wärmflasche vorzulegen, sondern kannst dann einfach ganz, ganz einfach dir so ein Pflaster auf deinen Top kleben und dein T-Shirt drüber und dann hast du die ganze Zeit ein wohlig warmes Gefühl im unteren Bereich. Ne? Kann ich empfehlen. Dann habe ich Clinair WC-Reiniger-Tabs Ocean. Ich habe noch eine Packung davon, nicht von der Firma, aber von der anderen. Danach werde ich nur noch auf, wie nennt sich das, Gebissreiniger oder Zahnspangenreiniger umstellen. Genau, weil die halt genauso gut wirken sollen wie die hier. Und die hier sind ja auch immer einzeln verpackt. Das sind Zahnspangenreiniger zum Beispiel nicht. So, aber ansonsten hat das seinen Zweck erfüllt und hat unser Klo tiefen gereinigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Von Profissimo Spülmonster-Schwämme, 4 Stück in der Monster-Edition, sind aktuell bei uns in Verwendung, beziehungsweise der letzte davon kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr einfach mal etwas Niedliches bei euch in der Küche haben möchtet. Ich finde die ganz toll. Aber die normalen tun es natürlich auch. Das ist einfach nur so mal aus Spaß gewesen. Ich fand die ganz witzig. So. Man darf auch mal Spaß im Leben haben. Und 2 Taschentücherboxen sind leer gegangen. Das hier ist einmal die Recyclingbox. Die fand ich eigentlich, also das war mir jetzt relativ Pelle, ob ich die recycelten habe oder die normalen. Ich denke, dass ich jetzt auch zukünftig mir nur noch die recycelten holen werde. Ich habe noch ein paar Backups da. Von der Optik her fand ich es schön. Ne? Da hast du halt wirklich so eine schöne Packung. Die stand, glaube ich, bei uns in dem Wohnzimmer. Genau, da essen wir halt auch immer. Ne? Das kannst du dann immer gut als servierten Ersatz nehmen. Und die hier stand bei mir hier auf dem Tisch. Das ist auch eine Good Vibes Edition gewesen. Ich glaube, beide sind von Ebelin. Bist du auch von Ebelin? Weiß ich nicht. Steht nicht drauf. Da steht nicht drauf, von welcher Marke. Da steht nur die M mit drauf. Däh. Sonst wird da auch immer drauf geknallt, von welcher. Soft und sicher. Genau. So. Ja, hat mir beides gut gefallen. Ich werde mir aber nur noch die Recycelten holen. Und ich habe jetzt hier auch bei mir auf dem Tisch stehen, die von Ebelin, nur halt in Recycled. Warum nicht? So. Im Bereich Haushalt packe ich dir passend zu dieser einen Taschentücherbox diese Notizbücher von Chibo mit rein. Das sind 3 verschiedene Größen in einer schönen Farbe. Ich mag dieses mit den Blättern sehr gerne. Und ja, 3 verschiedene Größen. Ne? Ist auch mit in der Verlosungsbox mit drin. So, kommen wir zum Körper. Ja, da habe ich ziemlich viel Deo verwendet, wenn ich gerade nach vorne schaue. Es war halt auch nachher, also nach wie vor war es echt warm. Ne? Da habe ich einmal hier von Nivea das Take Me to Bali leer gemacht. Das hat ganz gut geschützt. Ich werde aber zukünftig auf diese Aluminium-Verpackung verzichten, wenn ich mir wieder eigenes Deo kaufe. Alles, was ich in Tauschpaketen, Trashpaketen, wie auch immer Boxen, ne, Beautyboxen drin habe, habe ich dann einfach da und das wird dann auch benutzt, genauso wie auch bei den normalen Abschminktüchern. Die habe ich dann einfach da, die werden benutzt. Den Duft mochte ich, die Schutzwirkung mochte ich, das hat mir gut gefallen. Würde ich mir aber aufgrund der Verpackung nicht wieder neu kaufen. Genauso wie nicht wieder neu kaufen würde ich mir das von Dove. Das war von der Schutzwirkung gut, das hatte ich auch auf der Arbeit stehen. Summer Breeze 0% Aluminiumsalze, das fand ich dann auch sehr nett. Tägliche Frische. Und mir hat es gut gefallen, aber wie gesagt, aufgrund der Verpackung würde ich es nicht nochmal neu kaufen. Aber der Duft war schon ziemlich geil. Sehr erfrischend. Etwas, was ich auch
gerne verwendet habe, ist das hier von Ben & Anna. Das ist dieses rosane, sensitiv, Japanese Cherry Blossom. Hat mir sehr gut gefallen vom Duft her. Von der Anwendung musste man sich erstmal dran tasten, weil das ist halt wirklich so ein rausdrückbarer Stick. Nee, gar nicht drehen, sondern drücken. Das heißt, du musst hier mit dem Finger rein. Was gar nicht so schwer, so leicht ist, weil ich bin jetzt hier komplett mit meinem Zeigefinger drin und komme gerade so oben dran. Und ich habe echt große, lange Finger, ne? Also ich bin halt kein kleiner Mensch. Jemand, der etwas kleinere Finger hat, müsste sich da wahrscheinlich ein Utensil zur Hand nehmen, um das entsprechend verlängern zu können. Ne? Das ist dann ein bisschen blöd durchdacht. Und was halt auch doof ist, du hast hier oben nachher dann noch so ein Stückchen drauf und das fällt einfach ständig ab. Das ist ziemlich unpraktisch, weil das hier nicht richtig befestigt ist auf dieser Pappverpackung. Ne? Naja, das ist dann halt das Blöde, was damit bei ist, aber ansonsten hat es gut geschützt. Ich habe das sehr gerne nach dem Duschen verwendet. Ist, glaube ich, sogar Naturkosmetik. 100% natürlichen Ursprungs und vegan und cruelty-free und 0% Aluminium. Hat mir wirklich gut gefallen. Es verhindert nicht, dass du schwitzt, aber es verhindert, dass du stinkst. Hat mir gut gefallen. Würde ich mir neu kaufen. Habe aber erstmal noch was da. So, Fußcreme habe ich die von Dr. Pierrico leer gemacht, 3-in-1 Nourishing Foot Cream, Dry to Very Dry Feet, die hat mir richtig gut gefallen, war ein super Duft, der war schön cremig, sehr angenehm, ist schön eingezogen und war echt toll. Oh ja, das war echt angenehm, also nicht so penetrant vom Duft her und hat nicht nach Fuß gerochen, kann ich dir echt empfehlen. Dann habe ich eine Handcreme leer gemacht, die ich für Hand und Fuß verwendet habe. Die von Essence My Beauty Nail Ritual Hydrating Hand Cream. Die hatte ich in der 100 Teile Markenkosmetik von Amazon, glaube ich, mit drin. Die hat mir so lala gefallen. Also ich fand es halt blöd, dass du halt wirklich in dieses Pöttchen reingehen musst. Das Pöttchen war auch nur minimal gefüllt, also da war echt nicht viel drin. Duft hat mir gefallen, Pflege so lala. Hat mich nicht vom Hocker gehauen, ne? Und es ist halt wieder ein Aluminiumdeckel. Naja. So, eine Duschbombe von Valsim habe ich verwendet. Aromatherapie lockert dich mit Melone und Mint. Ich mochte sehr gerne den Melone und Mint Duft, hat aber nicht allzu lange gesprudelt oder angehalten. Es hat dann irgendwann nur noch so vor sich hingeblubbelt und irgendwie war der Duft auch schnell weg. Deswegen, ich bin kein Fan von diesen Duschbomben, aber so die erste Minute hat es den Raum mit dem Duft erfüllt. Danach war es vorbei. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Eine Körpermilch habe ich leer gemacht von Styx mit Aloe Vera. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Auch, glaube ich, aus einem Trash-Paket oder aus einer Box selbst gekauft. Habe ich mir die auf gar keinen Fall. Hat mir richtig gut gefallen. Ist richtig schön eingezogen. Mega toller Duft. Also auch wieder sehr sanft, sehr angenehm, sehr weich. Ja, wirklich toll. Also kann ich dir auch wirklich ans Herz legen. Aber das war halt hier nur so eine kleine Probiergröße. Eine Soft Body Cream von BB habe ich leer gemacht. Die war okay, hat mich aber jetzt nicht umgehauen, muss ich sagen. Ich mag jetzt nicht so unbedingt gerne diese Pöttchen. Das hatte ich auch in einem, das habe ich von der lieben Marie zugeschickt bekommen, genau. Die war okay, hat mich aber echt nicht umgehauen, da kenne ich wirklich bessere, weil die halt auch nicht so ultimativ schnell eingezogen ist. Eine, die mir ehrlich gesagt richtig gut gefallen hat, ist die von The Body Shop, der Body Joghurt. Das ist hier mit Rose, fand ich vom Duft super, fand ich von der Pflege super und die ist echt großartig bei mir eingezogen. Kann ich wirklich empfehlen. Ich fand das doof, dass es in einem Pöttchen war, weil du den letzten Rest halt auch ganz schwer nur noch rausbekommst. Ich bin da richtig so durchgegangen, das, ne? Man gibt alles. Ja, ich fand den Duft toll, das war halt Rose, ne? Oh, no. Kannst du eigentlich so hinstellen als Raumduft. Ja, Pflege super, Anwendung so lala, 100% vegan, kannst du auch nichts zu sagen mit Mandelmilch. War schon ein Top-Produkt, muss ich gestehen. Ein Produkt, was ich furchtbar fand, Very Irresistible Givenchy, das ist dieses Produkt, das habe ich auch aus einem Trash-Paket, die habe ich mir drauf gemacht, da habe ich mir auch was zugeschrieben. Viel Glitzer, wenig Pflege, penetranter Duft, ja, war furchtbar. Ich habe auf der Couch gesessen und sowohl mein Freund als auch ich haben da echt Kopfschmerzen von diesem Geruch bekommen. Ich wäre fast nochmal duschen gegangen, so furchtbar war das, ne? Also, nee, viel zu krass parfümiert, also gar nicht meine Welt. Ein weiteres Bodyprodukt, was ich leer gemacht habe für Eincreme, ist von Yves Rocher Quelque Note d'Amour. Das ist eine Bodylotion in der Probiergröße. Ja, kriegst du halt hier ganz furchtbar raus, ne? Weil die Verpackung ist viel zu dick und das musst du. Die Öffnung ist auch kacke und da ist auch noch ein bisschen drin, weil ich sie halt auch nicht so gerne verwendet habe, muss ich gestehen. Hat für 3 Tage gereicht. Also 3 Tage lang habe ich mich damit eingecremt. Ja, hat wohl gepflegt, ist wohl schön eingezogen. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, muss ich sagen. Weil der Duft halt sehr, sehr, sehr
intensiv ist, ne? Sehr orientalisch, das würde ich mir nicht nachkaufen. Ein Body Spray habe ich leer gemacht von Rituals, das ist das Good Karma Body Mist, hat mir richtig gut gefallen, habe ich als Ergänzung zu meinem normalen Parfüm verwendet. Das heißt, ich habe meinen Paco Rabanne Pure XS morgens drauf gemacht und dann über den Tag dieses Produkt in meiner Handtasche gehabt und dann halt immer so nachgesprüht, ne? Vor allem so auf die Beine, wenn man die Beine mal erfrischen wollte, oder auf die Arme. Und dann hast du halt auch immer diesen sanften Geruch weiterhin am Tag gehabt, dieses frisch eingecremte, so hat es gerochen, hat mir richtig gut gefallen. Würde ich mir das in groß kaufen? Nee, weil ich fand gerade diese kleine Verpackung so super. Deswegen, also fast würde ich ja, ich würde fast schon sagen, ich bewahre mir diesen kleinen Sprüher auf, weil das so praktisch war. Ja. Dann habe ich hier ein Unter der Dusche Produkt leer gemacht von Yves Rocher. Ja, Dusche Sur Gras Ultra Rich Shower. Also das ist quasi wie so eine In-Dusch-Body-Lotion gewesen, weil du so richtig weiße Schliere auf der Haut bekommen hast, als du dir das so eingegeben hast. Das fand ich doof, das fand ich unangenehm. Ich mag keine In-Dusch-Body-Lotions mehr. Ich mochte das eine Zeit lang, mittlerweile finde ich die furchtbar. Das verstopft dir nur den Abfluss und es macht keine Freude, das zu verwenden. Den Duft mochte ich auch nicht so gerne, deswegen ciao. Nicht meine Welt. Etwas, was ich richtig gerne unter der Dusche verwendet habe, ist von Badefeder Schauergel Softly Grape. Das hatte ich ja tatsächlich auch zugeschickt bekommen. Aber nicht nur, weil ich es zugeschickt bekommen habe, sondern weil ich es auch gerne verwendet habe, kann ich dir das empfehlen. Wirklich. Also das riecht wirklich toll nach Weintraube. Oh. Ja, richtig, richtig geil. Also wenn du auf süße, fruchtige Düfte stehst, dann ist das dein Produkt. Und das hat mich gereinigt und es hat diesen Duft noch weiterhin behalten. Das mochte ich so gerne, dass das halt schon lang anhaltend war. Tolles Produkt. Noch ein richtig, also das gehört zu meinen Sommerfavoriten. Von Kneipp die Schaumdusche Sommerlaune mit Wassermelone und Minze. Das fand ich noch besser als das von Badefee. Das war großartig. Also du hast dir das wirklich, diesen Gel, ne, da kommt halt Gel raus, schäumt aber direkt in der Hand auf und dann hast du halt so einen Schaumball auf der Hand und kannst es dann so überall auf deinem Körper verteilen. Das ist halt wie, wenn du einfach so eine, das ist Badewanne für Arme, wenn du halt so eine Schaumdusche verwendest, finde ich. Und ich habe keine Badewanne, dafür verwende ich sowas dann sehr, sehr gerne. Ne? Kann ich euch empfehlen. Problem hierbei ist, es ist auch wieder eine Aluminiumflasche. Deswegen würde ich mir das nicht nochmal nachkaufen. Aber an sich das Produkt hammergeil. So, Bereich Körper kommt mit in die Verlosung auch ein Produkt von Kneipp. Und zwar die Badekristalle Pool Party mit Hibiskus und Rhabarber. Da möchte ich dir einfach mal einen Spa-Moment gönnen. Ne? Und wenn du keine Badewanne hast, kannst du das auch super als Fußbad verwenden. So. Der Körper ist durch. Wir sind jetzt bei dekorativer Kosmetik und Co. Ja, habe ich ein bisschen was leer gemacht. Da habe ich einmal hier so eine kleine Mini-Mascara von Chanel. Mascara, ja, ich kriege die, glaube ich, gar nicht mehr auf, weil die schon so eingetrocknet ist. Ne, ich kriege die nicht auf, oder? Ne, kriege ich nicht auf. Das ist auf jeden Fall so eine Mascara mit so einem Ultra-Oschi-Bürstchen. Also das ist halt so ein kegelförmiges Bürstchen, was so ganz kleine Noppen überall dran hat. Das ist sehr, sehr spannend. Ich finde die super. Ich finde die richtig klasse, wenn man die vorsichtig aufträgt und nicht schnell, schnell, schnell. Dann kriegt man auch ein fantastisches Ergebnis hin. Also die kann ich dir wirklich empfehlen, wenn du mal die Möglichkeit hast, dran zu kommen. Ist aber relativ teuer. Ist halt von Chanel. Dann habe ich hier von Evo Eye, meine Güte, warum sind hier so viele Haare dran? Vor allem von Sammy. Furchtbar. Der hart zur Zeit, Entschuldigung. Der hart eigentlich immer, aber jetzt zur Zeit hart er noch viel mehr. Von Evo Eye der Volumen Primer. Primer. Tolles Produkt, hat mir gut gefallen. Habe ich tatsächlich nicht unter der Mascara so verwendet, sondern habe ich mir, also das ist eine weiße Mascara quasi, ne? Also ein Volumenprimer weiß, jetzt ist da nicht mehr so viel Produkt dran, also das Bürstchen ist ja jetzt fast komplett sichtbar, weil es halt leer ist, ne? Puh, es ist so warm hier. Ich habe mir den abends aufgegeben und dann über Nacht hat quasi dieser Volumenprimer seine Wirkung entwickelt und hat meine Wimpern halt so ein bisschen gewellt. Also vom Gefühl her war das echt so, dass ich so eine leichte Wimpernwelle damit erzeugt habe. Warum habe ich hier eigentlich Mascara oben? Egal. Auf jeden Fall, ne, kann ich dir den empfehlen. Der kostet, ich meine, so um die 20 Euro. Fand ich großartig. Dann habe ich diese hier aussortiert von Alverde. Jelly Pudding Lip Gloss, ich trage ihn nicht. Und sowas kann ich nicht weitergeben, weil der hat ja so einen Bommel dran. Und der Bommel sieht ja schon ziemlich über aus, ne? Ich finde ihn furchtbar, ich mag ihn nicht, er kommt jetzt weg. Tschüss. Dann habe ich zwei Eyeliner aus,
sortiert nicht, sondern leer gemacht. Genau, die habe ich sogar mit dir zusammen immer in meinen Full Faces leer gemacht. Einmal von Trended Up, den Ultra Shine Eyeliner Pen in Waterproof. Das sind beides Filz Eyeliner. Der hat mir richtig gut gefallen. Der hat lange gehalten. Richtig, richtig toll. Wenn ich irgendwann mal gar keinen Eyeliner mehr da habe und alle leer sind, dann hole ich mir den nach. Weil den finde ich bislang am besten von allen, die ich getestet habe. Dann von Catrice den Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen in Waterproof. Der war jetzt von der Spitze her etwas dünner als der von Trended Up. Hat dadurch zum Beispiel den Wing etwas vereinfacht, war aber jetzt für den Alltag nicht so gut geeignet wie der von Trended Up. Das heißt, den würde ich mir dann nicht so eher nachkaufen als den von Trended Up. Aber der war auch gut. Hat auch lange gehalten, also auf dem Auge gehalten, hat mir gut gefallen. Im Bereich dekorative Kosmetik und Co. packe ich dir von Essence einen Matte Touch Blush mit rein. Und das ist die Farbe Bury Me Up. Der kommt auch mit in die Verlosung. So, Probenprojekt. Claudi sucht sich jeden Monat 5 Proben raus und hat gerade bemerkt, dass sie sich gar keine 5 rausgesucht hat. Und das macht sie gleich. Dann gibt es dann doch noch wohl irgendwie einen Cut, weil ich versuche immer die aufgebraucht Videos so wenig wie möglich zu schneiden. So, Probenprojekt habe ich dieses Mal sogar ein Sachet, beziehungsweise 2 sind es ja eigentlich, mehr als in meinem Projekt aufgebraucht, weil ich möchte ja meine Proben aufbrauchen. Die in meinem Probenprojekt drin waren, sind die hier gewesen. Da hatte ich einmal von Guard das Shampoo Glanz and Color für gesunden Glanz und frischen Schwung. Schwierig, sowas nach einer Anwendung zu sagen. Der Duft war typischer Guard-Duft. Es war halt nicht so, es war halt für mich ein bisschen zu erwachsen. Ja, war okay, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Würde ich mir jetzt so danach auch nicht nochmal kaufen. Ne? Also, nee. Von Veleda, das vitalisierende Pflegeöl mit Sanddorn, fand ich klasse. Das hat mir richtig gut gefallen, habe ich für meine Beine benutzt. Also ich habe quasi dieses eine Sachet mit 2 Milliliter für mein rechtes und mein linkes Bein verwendet. Genau, das trägst du quasi auf die noch etwas feuchte Duschhaut auf und hat gut gepflegt, ist gut eingezogen und da kann ich mich nicht beschweren. Hat eine schöne Haut hinterlassen, habe ich nach dem Rasieren verwendet, war gut. Von Dado Sens Derma Cosmetics habe ich das Sensacea auf gebraucht. Das ist einmal eine Gesichtsmaske und eine Gesichtsemulsion, was du eigentlich auch bei Cooper Rose verwenden kannst. Also ne, eigentlich hauptsächlich ist es dafür gedacht. Ich habe hier so ein rotes geplatztes Äderchen. Ich weiß nicht, ob das Cooper Rose ist oder ob das einfach nur ein geplatztes Äderchen ist. Ich habe keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall sich nicht verändert, nachdem ich das benutzt habe. Aber es ist ja auch eine einmalige Anwendung gewesen. Ich habe erst die Maske drauf gemacht und einwirken lassen, habe sie dann abgenommen. Und dann habe ich diese Gesichtsemulsion drauf gemacht. Hat mich nicht umgehauen. Würde ich mir jetzt so nicht kaufen aufgrund des Pröbchens. Von Sundance habe ich ganz schön viel fürs Gesicht hier. Ne? Habe ich ein Sensitiv-Sonnenfluid für Gesicht und Dekolleté, Sofortschutz, wasserfest, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Genau, das habe ich leer gemacht. Habe ich zweimal verwendet, das heißt für Gesicht und Hals und Dekolleté zweimal, also 2 Tage. Ja, ne, Lichtschutzfaktor 50. Ja, war auch als Make-up-Unterlage ganz gut geeignet. Danach habe ich mich auch geschminkt. Kann ich mich nicht beschweren, war in Ordnung. Ja, kann man sich wohl mal angucken. Ist ja, glaube ich, auch relativ günstig. Oh, meine Nase juckt jetzt. Oh, ich muss was trinken. Das ist wirklich wahr. Von L'Oreal. Das Hydra Genius Aloe Water Feuchtigkeitsfluid habe ich aufgebraucht und das hat gekrümelt. Das fand ich ganz furchtbar. Oh, das fand ich echt furchtbar. Nee. Und dann habe ich noch verwendet von John Frieda Luxurious Volume Inner Power, das Protein-Shampoo und das Volumenkonzentrat. Das Shampoo fand ich super, das Volumenkonzentrat fand ich furchtbar. Das Volumenkonzentrat hat nur meine Haare verklebt, aber was habe ich gedacht? Ne? Wie soll das Volumen sonst entstehen? Es ist halt so eine Art Schaumfestiger oder eine Art Gel, also es war nichts für mich. Aber naja, das Volumen-Shampoo, das fand ich ganz gut. Das würde ich mir auch so kaufen, hat auch gut gerochen. Ja. So, für den Bereich Probenprojekt habe ich dir auch ein Probenprojekt zusammengestellt und zwar 5 Proben. Einmal von NYX, das Huile Prodigieuse, kannst du für Haare und Körper verwenden. Das ist großartig, habe ich schon mal gemacht. Ich habe das sogar als Flashing, glaube ich, da. Von Lancôme, das Advanced Genifique. Auch das ist super, das hatte ich auch schon mal in groß. Von L'Oreal,
von L'Oreal. So, aufpolsternde Hyaluron-Shots, das ist quasi der Inhalt von einer Ampulle. Das habe ich noch da, das muss ich noch verwenden. Keine Ahnung, wie das ist. Von Lancaster, der Primer, den habe ich schon mal verwendet, den fand ich gut. Skin Life. Und das Double Serum von Curcuma Turmeric. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal verwendet habe. Das weiß ich nicht. Ja, die 5 Proben packe ich dir auf jeden Fall auch mit in eine Box. Bam! Und für den Bereich Proben suche ich mir wieder folgende 5 Stück raus. Einmal von Weleda, das mattierende Fluid, eine Refining Lotion. Das ist fürs Gesicht. Und hier ist die Probe. Die sah gerade ganz ansprechend aus. Die nehme ich doch einfach mal mit rein. Huch. Dann auch fürs Gesicht bzw. für die Augen. Ja, ich gehe meiner Klinik dann fremd. Mission Perfection Yeux mit Acerola von Clarin. Die wollte ich mal ausprobieren. Dann für den Körper. Na, hier ist noch ein Klebe hinten dran. Von Vandini sinnlich duftende Pflege mit Blütenwasser und Pflegekomplex. Oh, Blütenwasser. Es wird vielleicht für ein Bein reichen, aber dennoch, ne? Ist es jetzt mit dem Projekt. Dann habe ich von John Frieda die Go Blonder Zitronen Wunderkur. Mensch, wir sehen doch alle gerade diese ultimative Werbung überall über dieses Go Blonder. Da muss es jetzt mal getestet werden. Und eine Deo-Creme von I+M und zwar die Extra Strong 24 Stunden. Da habe ich hier diese Probe mit drin und ja, ne? Witzig, dass man sowas als Probe hat. Leute, das waren jetzt meine aufgebrauchten Produkte von August. Bam! Ja, ne? Denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Ja, würde ich mal so sagen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Aufgebraucht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!